Hallo und willkommen zur heutigen Folge Lost Ember. Ja, hallöchen, der gute AKI wieder mit von der Partie. Alle Infos wie immer in der Infobox. Und wir starten wieder mit diesem tollen Startscreen hier. Und mit der tollen Musik vor allen Dingen auch. Es ist einfach so schön. Ach ja. Wir müssen uns definitiv die CD holen, ja, den Soundtrack. Glaube ich das auch, ist echt die ist so toll. Schaut mal unten in der Infobox, da habe ich nämlich alle Infos zu dem Spiel stehen, mit Release-Datum und hast du nicht gesehen. Und da habe ich auch zur offiziellen Website den Link stehen. Da könnt ihr mal gucken, da gibt es auch alles mögliche an Merch zu dem Spiel, unter anderem auch den Soundtrack. Ja, falls ihr da auch interessiert seid, guckt da einfach mal rein. Das ist, um euch schon mal eine an, dass ihr nicht den ganzen... die ganze Infobox euch durchgucken müsst, ganz unten, direkt als letztes. Da könnt ihr dann bis ans Ende runterscrollen, um da drauf zu kommen. Ja. Dann legen wir mal los. Tja, weiter, ne? Ja. 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 War gerade ein bisschen verwirrt so. Spiel, was machst du? Hängst du dich auf, stürzt du ab? Ja, es wirkte gerade so ein bisschen so, hallo? Aber es ist auch echt so ein tolles Spiel. Was sind wir eigentlich? Sind wir jetzt immer noch Ente oder sind wir schon eigentlich müssten wir eine Ente sein. Ah, ne. Wir sind wieder hier oben. Hier oben sind wir wieder. Das haben wir ja schon gesehen. Brauchen genau. Wir eigentlich nicht nochmal angucken, theoretisch. Nee, müssen wir nicht. Denke ich auch. Das müsste ja gezählt haben, glaube ich. Ach, das ist ja gut, dass wir da wieder sind. Ja, weil wir mit der Ente ja so ein bisschen gefailt haben. Ich habe mit der Ente gefailt. Ja. Ich, volle Kanne. Und wie und war das? Ich erinnere nur an die lachende Ente. Als die es kommt hieß, jetzt gleich. Ja, als es hieß, als ich gesagt habe, so, oh, ich weiß ja nicht, ob ich darüber komme mit einem Rutsch. Der gute Akai sagt, ach ja, geht mal her, Wumms, runtergefallen. Ja, das wollte ich gerade sogar erzählen. Danke, dass du mir meine Anekdote wegnimmst. Ja, ich wollte nur mal ganz kurz noch gucken, ob wir hier schon, genau, eine Erinnerung hatten wir. Das ist die, ne? Die Pilze, die Relikte, gut, das hat alles gezählt. Okay, sonst hätte ich das... Beste Relikt ist immer noch der Pokéball. Ja, definitiv. Sonst hätte ich nämlich hier mal das Ding aktiviert, aber ja. Kleines dann gehen Easter wir mal. Egg. Na, schaffst du es oder soll ich machen? Ich glaube, diesmal probiere ich's. Ah ja, mach ruhig. Ah, du kannst auch rennen. Okay. Ja, und da sind wir schon fast halber drüber. Du wärst beinahe so runtergefallen, wärst du weiter gerannt. Na? Ja, boah. Nein! Hat die Ente dich wieder ausgelacht? Ja, diesmal bin ich auch von der Ente ausgelacht. Schade, ich hab's fast geschafft. Nochmal. Okay, das war, aber ich hab's fast geschafft, hey. Ja. So, halt, hallo. Irgendwie ist die Stehposition in Kack. Oh, komm. Na? Schnell. So. Ja. Ah, ich bin gut, oder? Nachdem ich die Ente ausgelacht hat, ja. Ja, aber das war ja auch gemein. Ich meine, ich war fast, das immerhin, ich hab's bis dahin geschafft und dann auf die letzten. Lach nicht so dreckig, du Ente. Hallo, oder? Die Ente soll lacht mal nicht halt, so dreckig lachen hier. Die lacht halt wegen allem. Aber lausch doch mal dieser schönen Musik. So, die müssten wir eigentlich auch noch alle haben, die Pilze, die wir da. Ja. Huch. Dann gehen wir mal in die Ente. Gehen wir in die Ente. Hallo. Ein freches Lachentchen. So. Dann gucken wir jetzt erstmal, wo wir hin müssen. Tipp. Hin wollen, da oben. Das sieht aus, als ob da was wäre da oben. Nee, ne? Das ist der Schatten.
Was? Nein, ich meine diesen hellen Punkt vor dem dunklen... Diesen einen hellen Fleck da? Vor dem dunklen Felsen da. Das kann sein. Ich wollte ja rechts lang. Das eine Mal. Ja, hier... Upsa. Ich wollte ja, ja da drüben rüber. Auf diesen... Genau, da sind wir da nicht, glaube ich, so ein Stück höher noch gelaufen irgendwo hin? Nee, wir sind ja hier links lang gelaufen und du bist da einfach, weil du da einfach nicht rübergekommen bist. Stimmt. Ich gucke jetzt aber, ob man vielleicht irgendwie von da, weil von da oben aus kann man es definitiv dahin schaffen. Ja, ja, wir müssen aber erstmal da hochkommen. Ja, deswegen gucke ich gerade, ob man irgendwo hoch könnte, um da hochzukommen, aber ich fürchte ja fast nicht. Dann guck dich doch weiter um, du drehst dich immer nur in eine Richtung, du hast links von dir ja auch noch voll viel. Ja. Könnte mal probieren, ob man da hochkommt auf diesen Vorsprung hier. Ja, das müsste sogar gehen eigentlich. Soll ich das mal probieren? Ich lauf mal so in die Richtung. Wir watscheln mal in die Richtung. Da. Guck, wir können auch als Entchen rennen. Ja, natürlich. So, wie kommen wir da am geschicktesten hoch? Man muss sich zu helfen wissen. Irgendwie. Soll ich mal gucken, ganz kurz? Ja, ich will mal kurz von weiter weg gucken, wie man da am geschicktesten drankommen könnte. Hm. Upsa. Sieht mir fast aus wie gar nicht. Ja. Ja. Ah, darf ich mal kurz bitte? Ich weiß wie. Ja, guck mal. Also ich... Kann mich jetzt auch irren, wie war nochmal schnell laufen? Mit B? Mit B war fliegen. Halt. Das hier. Ja. Kommt man hier zufällig hoch? Nee. Versuch's mal mit der Flugdingens. Vielleicht kannst du dich damit irgendwie so hochgeburscht. Nee. Das sieht alles zu steil aus. Aber mir kam gerade der Gedanke, dass man. Lass mich mal kurz, damit ich zeigen kann, was ich meine. Ein Stückchen weiter weg, damit man es sieht. Als Kolibri wäre das jetzt, könnte man da jetzt ja. hochfliegen. Und zwar, ich bin mir nicht sicher, aber kam man nicht da oben, wie wir da als Wolf uns zwischen den Gebüsch durchgewurscht haben? Das könnte das da oben gewesen sein vielleicht, weil dann käme man ja eventuell möglicherweise von da oben aus hier so, keine Ahnung. Darf ich gucken, ob das, ich glaube, ich weiß, wo du meinst. Ja, da müsste man aber nochmal komplett zurückgehen. Ja, dann lass uns doch irgendwo anders hin. Weil, wenn wir jetzt hier den Weg ewig suchen, dann ist die Folge auch bald wieder vorbei. Ist ja auch nicht so schön dann. Die Leute wollen ja auch ein bisschen was sehen. Ja, aber man will ja auch sehen, wie man wohin kommt eventuell. Ja, aber vielleicht kommst du da auch später noch irgendwo hin. Jetzt sind wir schon mal hier oben. Ja, aber da kommen wir nicht weiter hoch. Man muss halt auch mal ein bisschen weiter. Du drehst dich immer nur in eine Richtung. Ja, wir sehen ja nur hier. Hier wollen wir hin, von daher... Ja, aber hinter dir vielleicht, dass da irgendwas ist, wo man rauffliegen kann. Weißt du, wie ich meine? Hm. Meinst du da drüben vielleicht, ob wir da hochkommen? Ich will es nicht beschwören, dass wir da hochkommen, aber du drehst dich halt immer nur in eine Richtung und guckst gar nicht da, wo du eigentlich hingucken könntest, überall hin, was halt noch möglich wäre. Weißt du, du hast immer nur diesen Blick in diese eine Richtung irgendwie. Warum sinkst du ab, du doofe Ent? Enten können nicht richtig fliegen. Ja, was ja aber irgendwie nicht stimmt, weil die Enten doch ganz schön ordentlich fliegen, die ich kenne so. Und die sinken beim Fliegen nicht ab. Ah, ich habe eine Idee. Ganz seltsam, ja. Darf ich? Bitte schön. Schön. Ich habe nämlich eine kleine Idee. Da wollte ich jetzt nicht wieder runter. So. Tipp, tipp, tipp. Watschel, watschel. So. Ja, da war ich auch gerade.
da wollte, ich wollte gucken, ob, man, ob ich da vielleicht hochkomme. Aber irgendwie... da war ich doch gerade. Ja, aber ich war ja höher geflogen. Wie muss man doch aber hier hochkommen, Ente? Ente, das finde ich jetzt sau uncool. Probier mal, ob du hier auf die Steine dich drauf hocken kannst und von... Jetzt mal gucken. Guck dir erstmal um, bevor du irgendwo losfliegst. Vielleicht kann man von hier aus auch noch mal irgendwo höher kommen. Weil wir sind schon wieder weiter oben. Mhm. Und dreh dich vielleicht mal noch weiter und nicht nur von vorne, weil hier... Ja, da sehe ich aber nicht. Deswegen ja. Mhm. Ja, dahin kommst du nicht. Geh mal wieder zurück. Ja. Ich wollte dich eigentlich nochmal zurück auf diesen Stein, wo wir gerade gesessen haben, aber gut, jetzt hat sich das ja erledigt. So. Hm. Wenn wir auf den Stein da kommen. Ja. Da, wo warte, jetzt die Ente hinguckt. Darf ich mal kurz wegen umgucken? Huch! Eine Kamikaze-Ente oder was? Die ist uns ja fast ans Hirn geflogen. Hallo? Unvollständig. Frechheit. Ganz schlechte Erziehung hier. Ja, also. Also, Anzeige ist raus. Ja. Können wir von hier aus jetzt mal probieren, ob wir darüber kommen? Nicht auf den angeschrägten. Mist. Wohin denn dann? Ja, auf den kleinen daneben, auf den kleinen rechts davon. Ja, da, wo dieses, was aussieht wie so eine Wand, so ein bisschen dran lehnt, oder was? Ja. Wo die Pilze drunter sind, ja. Weil das andere kannst du nicht, glaube ich. Das kriegst du, glaube ich, nicht erwischt. Dann versuchen wir mal unser Bestes. Aber wir wissen ja, dass wir hier wieder hoch können, wenn es nicht so funktioniert. Dann probieren wir hier einfach mal ein bisschen. Dann ist das heute mal eine kleine Probe. Komm schon! Oh. Also wir sind schon mal hier rübergekommen. Ja, jetzt die Frage, ob wir da rauskommen. Nur hängen wir hier jetzt so ein bisschen drin. Cool. Ah. Hilfe! Ha. Huch. Nicht fallen. Aber so ein bisschen mehr sehen wäre cool. Also wir stehen jetzt auf dieser Wand. Das ist ja schon mal was. Soll mal probieren. Also liebe Leute, falls ihr irgendwie irgendwas... Ja, schade. Falls ihr es schon gespielt habt und wisst, wie man hier weiterkommt, schreibt doch gerne mal was in die Kommentare. Also wir wissen, wie wir weiterkommen, aber ja, du willst ja unbedingt auf diese eine Ebene. Ja, weil ich will halt auch keine eventuellen Erinnerungen und sowas verpassen. Und jo, und ja, deswegen. Also auf den kommt man anscheinend gar nicht hoch. Es ist wohl nicht vorgesehen, dass man da hochkommt. Zumindest sieht es so aus. Das Entchen. Naja, solange die Kamikaze-Enten hier nicht wieder ankommen und... Und wenn wir vielleicht einfach noch ein Stückchen... Wir sind jetzt relativ da halt auf diese Mitte, da wo wir jetzt am Ende gesessen waren, geflogen und... Ich hätte jetzt, ja, hätte versucht anzupeilen ein bisschen weiter rechts, aber... Es klappt halt auch nicht. Ich wette, du kannst hier auch einfach nirgendwo richtig ordentlich hoch. Also, ich wette, es gibt einfach mal einen anderen Weg da hoch. Dass du später da hochkommst. Hm. Weil, wenn ich mir das hier angucke, das sind ja alles Wege, die man teilweise laufen kann. Mhm. So. Guck mal, von da unten nehme ich, da ganz unten führen nämlich auch wieder Wege. Und dann wirst du 100% irgendwo einen Weg da nach oben finden ja, später. Aber ich will mal, gib mal bitte kurz, dass ich hier mal gucken kann. Dann würde ich fast sagen, probiert mal vielleicht mal, ob man von hier aus darüber kommt, weil von hier... Könnte das klappen. Ja, weil wir einfach tief genug sind. Hoch genug sind. Ja. Kamikaze-Ente, was Hallo? Ist denn falsch mit Wo euch? Wo kam die denn plötzlich her? Ne, hinter uns einfach so, pupp. Die ist uns gegen den Kopf geflogen. Anzeige ist raus, mein Freund. Das ist ja wohl böse. Gut, dann, oh, da geht's ganz schön tief runter. Ja, wenn wir da runter segeln, ist, glaube ich, auch vorbei. Hm.
Von daher, also da. Genau, ich bin darauf geflogen und ja. wollte dann darüber. Ja. Und das hat halt nicht geklappt, weil das, glaube ich, ein bisschen tiefer sogar liegt. Von daher, da sollen wir es mal probieren. Können wir? Möchtest du es probieren oder? Kann ich gerne tun. Dann probiere ich mal, ob ich da drüben auf diesen Vorsprung komme. Mhm. Weil da leuchtet ja irgendwas. Ja. Puh. Mit dem Kolibri wäre es halt nochmal einfacher. Koordination, das wird hoffentlich was. Mit dem Kolibri kannst du ja hochsteigen und runterfliegen, ja. wie du lustig bist. Böses Entchen, du. Dann gucken wir, wo. Was, falls es nicht klappt, falls wir zu tief sind, wo soll ich denn zwischenlanden? Da hinten auf der grünen Ebene. Da, wo es, so, wo es auch so hell ist? Ja. Da drüben? Okay, dann versuchen wir mal unser Glück. Und los. Ja, das sieht gut aus. Komm schon. Bleib da oben. Bleib. Los. Komm. Halt. Jetzt. Runter. Sehr schön. Yay. Applaus bitte. Da ist ein Pilz. Das Leuchten war einfach nur ein Pilz. Egal, dann haben wir was für unser 100%-Ding, aber ist mir schon okay. Achso, 100% werden wir eh nicht mehr schaffen. Ja, genau. Und da musst du jetzt gucken, weil auf den Pilz kommst du nur rauf, wenn du fliegst. Das ist ja jetzt nicht das Problem. Na dann, los. Hoffe ich. Weil man sieht ja nicht, ob man da, wie gut man da halt jetzt landen kann. Moment. Ah, doch, man kann ganz gut da unten und dann hochlaufen, theoretisch. Na dann. Das war gut, oder? Ja. Hätte ich jetzt nicht gedacht, dass ich so gut da hinkomme. Ausbaufähig, aber ja. Hat es funktioniert. So, schauen wir mal, wo wollen wir denn jetzt von hier aus? Ja, da runter. Da unten, wo der Weg lang führt. Ja, und dann laufen wir aber den Weg zurück, anstatt darüber. Was? Da drüben waren wir ja schon. Ja. Wir wollen ja generell ein bisschen gucken. Mhm. Ich glaube aber, wir müssen... Guck mal, siehst du, da hinten, da raucht was. Wir müssen... Da, glaube ich, zu diesen Ruinen, die da auch noch sind. Ja klar, das müssen wir definitiv, aber dann erzähl doch nicht die ganze Zeit, dass du einen 100%-Run machen möchtest, weil dann müssen wir alles erstmal vorher absuchen. Ja, deswegen. Das ist dann auch so ein bisschen... Ja, ich will jetzt nur gerade überlegen, da unten sieht man ja, dass da wie so Treppen noch sind. Es sieht zumindest so aus. Du hast mehrere Wege und wenn du links guckst, geht's auch noch wieder zurück nach oben. Da, guck mal, das führt alles noch auf die Ebene, wo ich ja schon war. Deswegen fliegt doch einfach irgendwo mal hin. Die Frage ist nur, ich bin jetzt gerade am Überlegen, ob wir darüber, sollen wir darüber gehen, wo diese Ruine ist. Direkt vor unserer Nase jetzt. 12 Uhr. Da müssen wir unweigerlich sowieso später hin. Aber das ist nicht unser Hauptziel gerade. Unser Hauptziel sind die kleinen Dinger erstmal. Ja gut, dann sag mir, wohin ich fliegen soll. Hier jetzt runterfliegen. Okay, ich versuche mal hier geradeaus zu dem Dinger. Ja, weil da leuchtet auch irgendwas. Ja, das sieht so aus, ne? Komm schon. Pilz. Ja, Pilz ist ja gut. Das ist ja nicht schlecht. Perfekt. Das gibt uns ja was. Entschuldigung, dass ich ein bisschen, wie nennt man das? Vorschnell bin und sowas. Aber wir haben ja in der letzten Folge schon das und das gemacht und jo. So. Next. Wir können theoretisch ja auch anstatt der Ente einfach wieder in den Wolf rein, sag ich mal, zur Not. Ja, aber das Problem ist, wenn wir weiter fliegen müssen, eventuell irgendwo hin, und dann ist da keine Ente, wäre dann schon schlecht. Da hinten kommen ja wieder Enten. Ja. Erinnerst du dich? Ne, da waren Wombats. Und auch Enten, soweit ich weiß. Ist ja egal, wir gucken einfach mal. Okay, wohin? Also hier oben weiterbleiben. Ja. Okay. Dann... Generell mal den ganzen Weg hinter uns abkundschaften. Was hinter uns? Ja, da, wo es nach oben geht. Ja. Da geht's nach oben auf die Ebene, wo ich ja schon mal, glaube ich, notgelandet bin. Ich bin mir aber nicht zu 100% sicher, deswegen... Was? Nee, die, wo du notgelandet bist, das ist da drüben. Ja, dann guck doch einfach. Huch, da kam gerade wieder eine Ente. Weil da ist vielleicht auch noch irgendwas, was ich übersehen habe oder wir übersehen haben, deswegen würde ich das... Ja, weil da geht's nämlich noch hoch, ne? Ja. Ente! Das habe ich doch gerade gesagt. Du hältst mir wieder mal nicht zu, immer. Hey. Ja, und Landung und Rennen. Ich weiß, ich bin ein bisschen vorschnell, aber hör mir doch auch mal zu. Ja, ein kleines Entchen. Renn. Lauf. Das ist aber keine Rennente. Das ist eine, ich schlag mir den Flügel und gehe dann unter Ente. Hm.
Da oben aber ist hier ein scheint Pilz. nichts zu sein. Ja, da oben, das ist das, wo wir... Wo wir hin wollten. Ja, aber nicht hin konnten. Ja gut, dann sind wir, dann können wir auch wieder zurücklaufen. Hey! Da mogelt sich jemand ins Bild. Das ist ja eine Frechheit dann hier. Dann gehen wir halt jetzt hier lang. Ja, kannst ja runterfliegen. Nicht? Nein. Schön. Hier den Weg runterlaufen mal. Okay. Da mogeln sich immer wieder Enten ins Bild. Ja. Das sind alles kamerageile Entchen. Eieiei. Kameraente. Tja. Ah, hier haben wir Treppen, tatsächlich. Hm. Ja, das sah halt nur so aus. Jetzt ist die Frage, weiter runter oder hier hoch? Hoch. Okay. Ich würde sagen, hoch. Hoch, immer noch? Ja. Okay. Mal ganz da hoch, ne? Vielleicht. Vielleicht kommen wir da ganz hoch. Ja, doch, müssten wir eigentlich. Theoretisch, es sieht nämlich zumindest ja. danach aus. Hilfe, Hilfe, Hilfe! Ich sehe nichts! Gestrüpp überall. Mhm. Ja, hier kommt man nicht. Oh. Einmal kurz landen, schon mal ein bisschen umschauen. Ja, nee, da kommt man, glaube ich, nirgendwo mehr großartig hin. Okay. Dann immer diese kamerageilen Enten hier. Und die auch noch einen Sturzflug machen. Da ist ein Wombat. Ja. Kommt gerade runtergelaufen, voll süß. Vielleicht da. Guck mal, da hinten ist Rauch. Rechts von dir. Da hinten kommt Rauch hoch. Du hast die Kamera zu weit gedreht. Was? Guck mal bitte. Da hinten, was ist denn Ach das? Ach so, ja, das ist doch, glaube ich, auch das, was ich gemeint hatte da. Halt. Das kann sein, aber dann nee, du hattest die großen Ruinen gemeint, links. Ja, und wir bewegen uns in deren Richtung. Ja. Wo ich auch den Rauch gesehen hatte und gemeint hatte, wo der... Oh, hallo, Wombat. Da drüben. Ich habe nämlich die da unten gemeint und da sieht man ja, dass da Rauch ist. Da ist ganz viel Rauch. Dann fliegt man da rüber. Ich wollte erstmal kurz gucken, ob hier noch irgendwas ist, aber ich glaube nicht. Ja, Pilz. Aber ich glaube, den haben wir nicht schon. Ich weiß es nicht. Mir kommt es fast so vor. Ich glaube, wir waren nämlich hier schon. Ja, hier war ich schon einmal. Da habe ich eine Notlandung gemacht. Mhm. Oder besser gesagt, da bin ich hoch, um irgendwo hinzufliegen. Da musste ich woanders eine Notlandung machen. Hallo. Hallo. Ihr seid alle süß. Außer hier Kamikaze enden. Ey! Er hat uns auch draufgestellt. Wie böse. Wie frech. Okay, also ihr könnt mal theoretisch auch noch runter, aber gehen wir erstmal hier hoch. Ja, wir fliegen erstmal darüber. Ja. Da ist auch nochmal Rauch, da auch nochmal, da auch nochmal. Hoffentlich kommt man da auch überall irgendwie gescheit hin. Ah, ja, klar. Das ist nämlich echt hier sehr verwinkelt und überhaupt. Ja, wenn du da nicht gescheit hinkommen würdest, wäre es ja doof gemacht eigentlich. Ja, gerade das mit Rauch ist ja auch essentiell im Prinzip für die Geschichte. Na dann. Dann starten wir darüber durch. Los, 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 Entchen. Okay. Bleib. Gut. Okay, hier sieht es nicht aus, als gäbe es irgendwas. Wir sind ja die Relikte und so, das ist ja alles so versteckt hier. Ja, aber die leuchten ja, glaube ich, auch. Ja, so ein bisschen hoch. Da hat es gerade... Guck mal, das sieht aus, als ob das mal Figuren gewesen wären. Das erinnert mich an Äffchen oder sowas. Ja. Aber das ist richtig schön hier. Die Musik ist auch so drum. Ich bin verliebt in dieses Spiel. Dann geh mal zu dem Rauch, damit wir speichern können. In die Richtung Rauch. Da leuchtet was. Wo? An der einen Wand mit dem Fenster. Links. Da, wo ich mich jetzt drauf so bewege, ja. Entweder ist das Rauch oder da ist ein Relikt. Ein Mini-Räuchlein. Bumm. Ein Relikt. Ein Hammer. Ja, immerhin. Ja, ein Hammer gefunden. Das ist ja der Hammer. Der Hammer? So, ein Hammer. Da, hier unten, genau. Ah, cool. Haben wir hier so schöne Ruinen. Ja.
dann fliegen wir hier runter an die Ruinen, weil wir müssen ja da sowieso durch diese Tür durch, weil da hinten ist ja auch gleich. Genau, da unten dran ist auch. Sag mal, ihr Enten seid auch irgendwie lebensmüde. Die segeln einem voll gegen den Kopf manchmal, wenn man nicht auf. Oder stellen sich auf einen rauf. Ah, wo fliegst du hin? Oh Gott, ich hab gerade mega Schiss gehabt. Ich auch. Weil ich es irgendwie nicht getroffen hab. Ich war so, oh Gott, weil ich wollte eigentlich noch mal gucken, was dahinter. Oh Gott, mein Herz. Okay, da kann man auch sogar hochlaufen, das ist schön. Ich wollte nämlich, weil hier ist ja dieser Absatz noch. Und weil wir über den drüber waren, ich wollte eigentlich quasi noch mal rumdrehen, um zu schauen, ob man da noch. Ich wollte die Kamera drehen und. Das war gefährlich. So, da gucken wir dann aber gleich noch mal, oder? Ja. Gehen wir erstmal zu diesem. Zur Erinnerung hier. Quack, quack. Die Soldaten des Herrschers nehmen sich alles. Diese Leute hatten ja kaum etwas. Das ist grausam. Das war's schon, Leuchtebollen? Ja, ich glaube, du hättest dich drehen müssen. Ich glaube, es ist alles hinter da. Oh. Das ist alles hinter dir, hat sich das abgespielt. Tolle Erinnerung. Gut. Ja, aber das war's ja. Das war die Erinnerung. Ja, dann hoffe ich mal, dass das hier Speicherpunkt ist, ne? Weil wir müssen langsam auch zu einem Ende kommen. Ja. Wir haben schon die Folgenzeit schon überschritten wieder. Mhm. Nikia, macht ihr pünktlich Feierabend? Nee, ja, bei uns gibt's kein pünktlich Feierabend. Nee, gibt's einfach nicht. Tja. Naja, gut, aber damit machen wir dann jetzt wirklich langsam Schluss. Nicht nur langsam, sondern tatsächlich Schluss. Wenn euch unser Gefehle und Gesuche gefallen hat, dann gebt uns gerne einen Daumen nach oben. Und vor allem schreibt auch bitte in die Kommentare, wenn ihr wisst, wie man da am besten laufen sollte, hier, weil wirklich, es sind ja diese verschiedenen Absprünge quasi, wo überall noch irgendwas zu finden ist. Und man hat fast wirklich ein bisschen Angst, sich irgendwo hinzubewegen, weil man Angst hat, dass man woanders nicht mehr hinkommt und da vielleicht noch irgendwas ist oder auch was wichtig ist. Du hast zumindest halt immer, mir geht's halt so. Ja, die Kaida ist halt bei so einem Spielen wirklich immer sehr von Angst geprägt. Ich bin da immer sehr genau. Ich will halt wirklich nichts verpassen, weil am Ende verpasst man wirklich vielleicht was Wichtiges für die Geschichte oder sowas. Und ja, ich bin da immer so ein bisschen, oh Gott, ich will nichts Wichtiges verpassen und so. Naja, klar, verständlich auch. Keine Ahnung. Deswegen, und gerade hier, wo man so nicht weiß, ob man an gewisse Stellen nochmal vernünftig hinkommt oder nicht, da, ja, bin ich dann übervorsichtig und überleg mir ganz genau, wo laufe ich jetzt wie lang, damit ich nach Möglichkeit alles, wo man hin könnte, am besten abklappern kann, um nichts zu verpassen, wo man später nicht mehr hinkommt. Deswegen. Aber okay. Wie gesagt, falls ihr da was wisst, schreibt es gerne mal in die Kommentare. Vielleicht könnt ihr mir dann zu einem entspannteren Spiel hier verhelfen. Ein bisschen. Ja, wenn ihr gerne weiter Lost Ember hier sehen möchtet, dann lasst gerne auch ein Abo da und aktiviert die Glocke. Und ja, möchtest du noch was sagen? Ja, dann bleibt uns ja aber eigentlich auch nicht mehr viel. Also schaut doch gerne mal bei mir vorbei. Den Link findet ihr ja auch in der Infobox. Und ja, schaut auch gerne bei uns bei Social Media vorbei, auch auf unseren Discord-Server, da können wir uns nämlich auch austauschen zu Lost Ember und unseren anderen Spielen. Die alle Infos immer in der Infobox. Und ja, dann bleibt uns eigentlich auch nur noch, euch einen schönen Tag oder einen schönen Abend zu wünschen, je nachdem wann ihr euch das Video anschaut. Und dann sage ich mal schon mal, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Bis nächsten Mittwoch.